Il mio nome è Johann Nicolus. Io sono un austriaco da Tirolo e da Innsbruck. E la mia professione è sono un attore del teatro, cinema o televisione. Der Grund, warum ich nach zur Akademie Solemar gekommen bin, ist ganz einfach. Ich hatte ein Engagement in Bern an einem Theater. Und die Frau, die dort war, hat italienische Kochbücher gelesen. Und ich konnte damals überhaupt nicht Italienisch. Und sie stammt aus einem deutschsprachigen Teil der Schweiz. Und ich habe sie gefragt, woher sie Italienisch kann. Und sie hat mir erzählt, dass sie nach Sizilien fährt, um in Cefalù an der Accademia Solima Italienisch zu lernen. Cefalù liegt erstens mal perfekt am Meer und im Landesinneren gibt es einen Naturpark. Die Stadt ist wunderschön, wunderschön, ist eine wunderschöne mittelalterliche Stadt. Mir gefällt der ganze historische Hintergrund von Cefalù, also dass die Stadt einen normannischen, einen phönizischen, einen byzantinischen, einen römischen Hintergrund hatte und man das einfach immer noch sehen kann und es immer noch vorhanden ist. Jeden Morgen bin ich vor der Schule in ein Café gegangen und ich habe einen Espresso Macchiato Doppio bestellt, weil ich gerne einen großen Espresso trinke. Und ich bin jeden Tag zum gleichen Café gegangen und nach dem dritten Tag habe ich einen Kaffee bekommen, ohne ihn bestellt zu haben. Und der war natürlich ein Espresso Doppio. Das hat mich sehr gefreut, weil ich mich angenommen gefühlt habe, ne? In diesem Café, in dieser Stadt.